Da liegt ein Sägeblatt. Da liegt auch ein Sägeblatt. Da drin ist ein Sägeblatt, an das man ganz schlecht rankommt. Dann liegt hier ein Sägeblatt. Da liegt auch noch ein Sägeblatt. Und da liegt auch ein Sägeblatt. Da muss sich dringend was ändern. Und darum habe ich jetzt dieses Sägeblattregal gebaut. So sieht das gute Stück aus. Es hat 10 Fächer für jede Menge Sägeblätter. Es hat Griffmulden, damit man die auch schön bequem rausnehmen kann und wieder reinstecken kann. Und es hat hinten eine French Pete-Leiste. Und damit kann ich es jetzt einfach an meine French Pete-Wand hängen. Die Ecken habe ich hier eingefräst und auch die einzelnen Fachböden sind eingelassen. Und das Ganze ist aus 12 mm MDF und 6 mm Pappelsperrholz gebaut. Und wie ihr sowas plant und wie ihr sowas bauen könnt und natürlich kostenlose Pläne dafür, das seht ihr alles in diesem Video. Die Sägeblätter der GTS 10 haben einen Durchmesser von 254 mm. Das entspricht einem Radius von 127 mm. Und da wir in SketchUp immer den Radius eingeben, zeichnen wir uns den jetzt erstmal, muss man das einmal ausrechnen und dann können wir hier 127 mm einzeichnen und haben mal unser Sägeblatt. Können dem auch noch eine Dicke geben von 3 mm. Und daraus mache ich mal eine Gruppe und benenne die um in Sägeblatt. So. Das ist also unsere Referenz. Das muss nachher reinpassen. Und wir wollen ja vorne diese Griffmulde haben. Damit das Sägeblatt nicht zu weit reinrutscht in unseren Korpus, machen wir die Tiefe der Regalfächer genauso, dass das Sägeblatt da ziemlich knirsch reinpasst. In der Breite würde ich aber ein bisschen mehr machen, damit ihr das Sägeblatt nicht so genau ausrichten müsst. Und ansonsten zerhaut ihr euch nämlich mit den scharfen Zähnen vom Sägeblatt links und rechts den Korpus. Also, ich würde sagen, wir gehen hinten raus mal 13 cm. Das geht also ganz knapp über das Sägeblatt hinaus. Und in diese Richtung gehen wir aber ruhig 145 mm, dann steht das ein bisschen über. Und dann gehen wir nach vorne 26 cm, gehen hier rüber und ich gehe erstmal bis zur Hälfte und jetzt gehe ich wieder 14,5 cm in die andere Richtung. Und so kann ich mir dann erstmal hier meine Korpusfläche quasi kann ich mir einzeichnen. Und das ist mein Fachboden, den mache ich mal 12 mm. Ist mein Korpusboden, den mache ich mir mal 12 mm. Und jetzt habe ich hier noch Linien, die ich nicht brauche. Und das ist der Korpus unseres Bodens. Das blende ich mal aus für unser Sägeblatt. Allerdings ist dieser Korpusboden, ich kann da auch mal eine Gruppe draus machen, der ist jetzt so groß wie die Regalfachinnen, das Innenmaß der Regalfächer. Das heißt, es kommt noch was dazu. Ja? Die Seitenwand steht außen daneben. Können das ja mal einzeichnen. Machen wir uns mal unsere Seitenwand daneben. Die steht also genau nicht so, wie es jetzt hochgeklappt ist, sondern sie steht so. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Auch da steht die Seitenwand außen. Und hinten, das können wir uns auch einfach aus der Bodenplatte erstmal hochklappen, die Rückwand steht auch nicht so, sondern sie steht 12 mm nach hinten. Sie steht nämlich hinter dem in die falsche Richtung geschoben. Aber jetzt kann ich den Punkt greifen. Nein, dieses Objekt an dem Punkt greifen, dorthin verschieben. Die Rückwand steht so, weil wir haben ja unser Innenmaß haben wir ja anhand des Sägeblatts bestimmt. Ja, wenn ihr jetzt die Wand hier innen reinstellen würdet, dann würde euer Sägeblatt vorne rausgucken. Das wollen wir natürlich nicht. So, Sägeblatt blende ich wieder aus. Jetzt können wir uns noch unseren Deckel auch so einzeichnen. Allerdings müssen wir uns dafür jetzt überlegen, wie hoch soll denn unser Sägeblattregal sein. Ich möchte gerne 10 Sägeblätter in dieses Sägeblattregal reintun können. Da können dann alle von der GTS 10 rein, da können auch noch die Sägeblätter von der Kappsäge rein, die sind bei mir auch kleiner. Da können dann noch die Sägeblätter von der Handsäge rein, von der Handkreissäge rein. Da ist also erstmal genug Platz, wenn man 10 Regalfächer hat. Ich denke, das wird vielen reichen. Falls ihr mehr haben wollt, ich stelle euch natürlich die Pläne und auch diese SketchUp-Datei, die stelle ich euch zum Download. Unten unterm Video findet ihr einen Link. Da könnt ihr die herunterladen, dann könnt ihr euch das auch anpassen. So, bei 10 Zwischenräumen, also bei 10 Sägeblattfächern haben wir 10 Öffnungen und 9 Zwischenböden. Jetzt möchte ich gerne, dass jedes Fach, sagen wir mal, 18 mm hoch ist.
Und dann kommen jeweils 6 mm, Fachboden. So, das rechnen wir uns jetzt mal aus. Und das bedeutet, wir haben jeweils 18 plus 6, das sind die einzelnen, ist die Höhe, die ein Fachboden plus einen Zwischenraum hat. Und weil wir 9 Fachböden haben und 10 Zwischenräume, müssen wir jetzt noch einmal 18 mm also Zwischenraum dazu rechnen. Und da stimmt irgendwas noch nicht. Was habe ich hier falsch gemacht? Achso, das ist natürlich Quatsch. Ich mache hier 24 mm ist einfach Boden plus einfach Zwischenraum und das will ich 9-mal haben. So, und dann habe ich 234 mm. Ist euch klar, was ich jetzt gemacht habe? 24 ist die Höhe von Fachboden plus Zwischenraum. Das haben wir 9-mal. Und oben haben wir dann nur noch einen Zwischenraum. Der braucht keinen Deckel mehr, weil das ist ja der Korpusdeckel. Das sind dann 234 mm. Ich zeige euch das gleich nochmal, wenn es fertig gezeichnet ist. 234 mm, die kann ich mir jetzt erstmal als Hilfslinie auf der Rückseite einzeichnen. 234 mm, da ist meine Hilfslinie. Und jetzt kann ich erstmal stumpf alle meine die Seitenteile und die Wände kann ich einfach erstmal mit Push-Pull einfach auf diese Höhe machen. So, und dann kann ich jetzt einfach erstmal meinen Fachboden nach oben kopieren. Auch den setze ich wieder nach außen, weil ich habe mir ja das innere Maß ausgerechnet, also kommt er oben drauf. Und das ist mein Korpus. Jetzt hat er natürlich noch keine Ecken, die man verleimen kann, aber das macht nichts. Wir zeichnen jetzt mal wie wir das hier verleimen wollen, diese Fräsungen. Man könnte das auch auf Gehrung verleimen sicherlich. Man braucht das im Prinzip auch gar nicht machen, da irgendwie sich jetzt eine fancy Verbindung ausdenken. Aber ich finde immer, solche Werkstattprojekte sind eine schöne Gelegenheit, solche Verbindungen zu üben. Wenn es ja nicht so schön wird, ist es egal. Ich habe jetzt das bei mir auch nur aus MDF gemacht. MDF ist relativ billig. Da kann man also mal in Ruhe üben. Und wenn man dann irgendwas macht, wo es drauf ankommt, dann hat man das einfach schon mal gemacht. So, ja. So, ich möchte gerne, dass die Seitenwände bis nach oben durchgehen, aber dass die hier eingefräst sind, sodass die Seitenwange, dass der Deckel hier reinragt. Dazu öffne ich einfach diese Gruppe, fange mir hier den Mittelpunkt, mache eine Linie rüber und mache mit Push-Pull das nach oben. Dasselbe mache ich unten auch. Auch da möchte ich, dass meine Seitenwand bis nach unten durchgeht und der Boden hier reinragt. So, jetzt haben wir hinten das noch. Da möchte ich gerne, dass auch die Rückwand eingelassen ist. Das heißt, meine Seitenwange, die geht bis hierher. Aber wir brauchen hier natürlich wieder auch eine Fräsung. Dafür nutze ich jetzt mein Shortcut U. Ich habe ein Video gemacht, wo ich zeige, wie man sich diesen Shortcut U belegt. Der blendet alle Gruppen und Komponenten, in denen ihr gerade nicht drin seid, blendet der Shortcut aus. Das könnt ihr sonst auch hier über die Komponentenbearbeitung Rest des Modells ausblenden machen. So, jetzt habe ich hier noch überschüssige Linien. Ich verlinke euch das Video mit den Shortcuts mal oben in der Ecke. So, und jetzt haben unsere Seitenwand die richtigen Fräsungen. Jetzt könnte ich die rüber kopieren und könnte diese Seitenwand ersetzen. Allerdings müssen hier ja auch noch die Fräsungen für die Fachböden rein. Deswegen machen wir das noch nicht. Das machen wir dann später. Aber was wir schon machen können, ist, dass wir dieses hier mal um 6 mm breiter machen. Oder ich kann auch U drücken, dann hätte ich mir den Punkt hier fangen können. Und bei unserer Seitenwand ist es so, bei unserer Rückwand ist es so, die geht natürlich bis hierher und geht bis oben durch. Aber auch bei der möchte ich hier eine Fräsung haben, sodass eben der Deckel da eingelassen sein kann. Und dann gehen wir hier 12 mm nach unten. Und dann können wir unseren Deckel hier, zack, diese Fläche an diesen Punkt. Und dann passt unser Deckel sauber in die Seitenwangen. Das sieht jetzt, Seitenwangen und Rückwand, das sieht jetzt hier hinten so aus. Und das ist auch das, was ich neulich auf meinem Instagram-Kanal mal gezeigt habe, wie schön das bei mir gepasst hat. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, dann macht das doch einfach gerne. Instagram einfach nach Johannes Börnsen suchen, da findet ihr mich. So, jetzt schiebe ich den Deckel mal hier wieder rauf und muss jetzt das Ganze unten noch ein bisschen anpassen. Da ist es auch so, dass
diese Fläche hier bis nach unten geht und wir hier dann einfach wieder unsere Mittelpunkte fangen können und mit Push-Pull das hier 12 mm nach oben machen können. Und unser Deckel, der geht dann bis hier und ich weiß, dass er auch hier bis zum Mittelpunkt gehen wird, aber wie gesagt, ich habe diese Seitenwand noch nicht angepasst. Das machen wir dann, wenn wir die Fräsung in unserer Seitenwand für die Zwischenböden drin haben. So, jetzt würde ich sagen, wir zeichnen uns mal an diesem Deckel hier. Der untere, den habe ich da auch nicht angepasst, ist egal, den ersetze ich gleich eh. Wir zeichnen uns mal an diesem Deckel diese Ausfräsung ein. Und diese Ausfräsung braucht ihr, damit ihr, ich blende nochmal das Sägeblatt ein, damit ihr hier das Sägeblatt dann greifen könnt. In diesem Bereich machen wir eine Aussparung. Man könnte das Sägeblatt natürlich auch vorne überstehen lassen. Das finde ich persönlich nicht so schön, weil dann sind die Zähne nicht so gut geschützt, als wenn das hier einfach hinter den Seitenwänden und sowas ist. Liegt natürlich trotzdem frei durch die Ausfräsung, aber man kann weniger schnell daran hängen bleiben oder sowas. Insofern eine Ausfräsung. Ich zeichne die jetzt hier ein. Das ist aber meines Erachtens nach jetzt bei so einem Projekt eher für die Vollständigkeit. Ihr könnt natürlich einfach in die Werkstatt gehen, macht euch mit einer Stichsäge hier eine Ausbeulung dran, zeichnet euch die mit einer Farbdose an, schneidet die einfach mit einer Stichsäge weg, schleift die mit Schleifpapier gerade oder macht es mit einem Spindeschleifer, gibt es viele Wege. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, könnt ihr es natürlich auch einfach weglassen. Dann muss man halt mit den Fingern das Sägeblatt rausziehen, geht natürlich auch. Ich zeichne es aber jetzt hier der Vollständigkeit halber einfach ein. So, und dafür mache ich mir meine Mittellinie und ich gehe mal hier auf jeder Seite, sagen wir 6 cm nach rechts und nach links. Ich habe jetzt nur eine Linie gezeichnet, das führt aber dazu, dass man eine komplette Linie einfach unterteilt und jetzt habe ich hier und dort Punkte, die ich mit dem Kreiswerkzeug fangen kann, nämlich hier und jetzt zeichne ich mich hier einfach mal so einen Bogen ein, den ich schön finde. Unten rechts sehe ich 3 cm, das kommt mir gut vor und dann fange ich diesen Punkt und gehe hier rüber mit dem Mauszeiger und dann sollte das eigentlich, genau, da rastet das Lila ein und jetzt kann ich einfach einen Doppelklick machen und dann zeichnet er diese Linie. Lila bedeutet, das ist jetzt hier sauber abgerundet und das ist hier sauber abgerundet. Da entsteht also kein Versatz. Jetzt habe ich den Punkt zu weit weggefangen. Da entsteht dann keine Kante an der Stelle. Jetzt habe ich den Doppelklick versemmelt. So. Und jetzt kann ich einfach alle Linien, die ich nicht brauche, weglöschen. So, so. Und drücke das hier mit Push-Pull bis nach unten durch. Und das ist dann unsere Ausfräsung. So, jetzt lösche ich mal die untere Platte weg. Das blende ich aus und dupliziere die einfach hier einmal nach unten. Und dann haben wir schon im Deckel und in der Bodenplatte unsere Aussparung. Daraus können wir jetzt unsere Fachböden weiter generieren. Und ich nehme mal diesen Fachboden und ich greife den hier am Mittelpunkt von der Höhe. Ja, an dem Punkt greife ich die und mache ein Duplikat. Und schiebe das jetzt nach oben. Ich drücke Shift, damit das mir nicht verrutscht. Und jetzt fange ich hier den Mittelpunkt der Seitenwand. Da sagt er, das ist der Mittelpunkt, in dem er mir das Blau anzeigt. Und jetzt habe ich einen Fachboden, der exakt in der Mitte meines Regals sitzt, weil ich habe ja das am Mittelpunkt gegriffen und hier an den Mittelpunkt verschoben. Jetzt sollen meine Fachböden nur 6 mm dick sein. Der ist 12 mm, das heißt, ich drücke oben 3 mm nach unten und ich drücke auf der Unterseite 3 mm nach oben. Jetzt ist mein Fachboden 6 mm dick und jetzt kann ich den nehmen und ich kann den einfach mal hier an diesem Punkt greife ich den und ich verschiebe ihn mir mit gedrückter Alt-Taste, also für ein Duplikat oder Steuerung am Mac, am PC, Entschuldigung, schiebe ich mir den hierher. Da brauche ich ihn zwar nicht, aber dadurch habe ich jetzt einen Abstand definiert, den ich teilen kann. Wenn ich jetzt eingebe durch 5, dann entstehen hier noch mehr Zwischenböden und ich habe jetzt genau hier 1, 2, 3, 4, 5 Abstände, also 5 Lücken und den Fachboden kann ich wieder rauslöschen und jetzt haben meine Fachböden oben schon den richtigen Abstand. Jetzt brauche ich natürlich unten auch noch Fachböden und auch da können wir das mit Verschieben machen, aber jetzt kann ich das an dem Punkt greifen und bis hierher schieben, dann weiß ich, ich habe denselben Abstand wie die anderen Regalbretter auch. Und jetzt kann ich einfach sagen, mal 4 und dann haben meine Regalbretter die richtige, oder meine Fachböden haben dann den richtigen Abstand und sitzen an der richtigen Stelle. So, jetzt ist es aber natürlich so, dass hier in unserem Seitenteil noch keine Fräsungen drin sind. Wenn ich das wegschiebe, dann sieht man das, ne? Da ist es noch eine durchgehende Fläche. Die sollen aber ja,
so wie das hier auch schon fast richtig aussieht, sollen die ja in das Seitenteil reingreifen. Ich schiebe es mal wieder zurück. Das könnte man jetzt mit Flächen verschneiden machen. Wir wollen es aber einfach mal machen, indem wir die Flächen mit einem Rechteck zerschneiden. Und ich bin in dieser Gruppe drin und ich zeichne ein Rechteck, dafür drücke ich R und zeichne hier einfach mal ein Rechteck drüber. Das trennt nämlich diese Fläche hiervon ab. Jetzt kann ich diese Fläche markieren, fange sie an diesem Punkt, verschiebe sie nach hier und sage jetzt einfach mal 9, glaube ich, sind es. Na, war schon eins zu viel, also nur mal 8. Und jetzt habe ich hier überall meine kleinen Rechtecke abgetrennt. Und wenn ich jetzt diese Fläche mal hier nach außen verschiebe, dann sieht man das auch schön. Ich habe jetzt hier überall auf der Vorderseite meine Rechtecke und die kann ich jetzt per Push-Pull hier nach hinten durchschieben. Doppelklick wiederholt das. Da bleibt mir jetzt hinten noch eine kleine Linie stehen. Die schieben wir jetzt, löschen wir einfach weg, diese Linie. Ja, da sind jetzt kleine Reste, die brauchen wir nicht. Löschen wir einfach raus. Das war zu viel. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und auch diese Linien brauchen wir nicht, die wären jetzt egal. Aber wenn eure Tischfräse sauber eingestellt ist, dann seht ihr an dieser Stelle keinen Übergang. So, und da kommt die Linie auch noch weg. Und das ist dann, hier habe ich eine vergessen, das ist dann unser Seitenteil, unser fertiges. Und jetzt können wir dieses Seitenteil, das auf der anderen Seite lösche ich mal raus, dies hier schiebe ich wieder an die richtige Stelle. So, und jetzt kann ich das einfach einmal nehmen und mir hier rüber schieben, bis dorthin. Und ich glaube, jetzt muss ich spiegeln entlang der, roten Achse, nee. Das ist immer Sucherei, spiegeln entlang der grünen Achse, auch verkehrt. Dann ist es spiegeln entlang der blauen Gruppenachse. Da ist es. So, und jetzt ist mein Sägeblattregal, glaube ich, fertig. Ich gucke noch einmal rum. Ah, hier habe ich das die Rückwand noch nicht lang genug gezogen. Die geht natürlich bis hier. Und damit ist unser Sägeblattregal fertig. Ihr könnt die Pläne für dieses Sägeblattregal, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung runterladen. Da findet ihr sowohl die Pläne mit einer Zuschnittliste als auch einfach die SketchUp-Datei, wenn ihr euch die anpassen wollt. Ich benenne jetzt hier gleich auch noch die Gruppen ordentlich, sodass ihr da durchsteigt. Und jetzt gibt es in der Werkstatt nochmal ein paar kleine Tipps, wie ihr diese Fräsungen hier schön gleichmäßig machen könnt. Und bis gleich in der Werkstatt. Erstmal habe ich mir natürlich ein weiteres Teil zugeschnitten, was die richtige Breite hat und habe anhand dessen hier mir diese 12 mm Fräsung ausprobiert, damit dann eben da nachher so die Fachböden und so weiter reingreifen können. Dann habe ich das so gemacht, dass ich diese hier, die haben ja alle denselben Abstand, das heißt, wenn ihr das Teil so an euren Fräsanschlag legt, so, ja, dann müsst ihr den Fräsanschlag immer dieses Stück weiter verstellen. Aber wenn ihr dieses Teil, dadurch, dass die ja von oben und unten denselben Abstand haben, könnt ihr das dann einfach drehen und könnt dann diese Fräsung auf dieser Seite nochmal wiederholen. Diese Fräsung hier wiederholen, diese Fräsung hier. Und dann macht ihr nur noch eine Fräsung in der Mitte und dann seid ihr fertig. Ihr müsst also nicht alle Abstände der Reihe nach einstellen, sondern nur 1, 2, 3, 4, 5. Und dann fräst ihr es einmal so rum und einmal so rum. Die Pläne dazu findet ihr, wie schon gesagt, in der Videobeschreibung unten. Einfach auf den Link klicken, wo steht Sägeblattregal Download. Da verlinke ich euch die. Da findet ihr sowohl Detailzeichnungen für die einzelnen Teile, welche Abstände ihr hier für den Fräser genau einstellen müsst, wie das mit den Fräsungen hier oben für das Einlassen dieser Platten geht, ist dort alles ganz genau beschrieben. Ihr findet auch eine PDF mit einer Zuschnittliste, wo genau drin steht, welche Teile ihr braucht. Damit könnt ihr einfach in den Baumarkt gehen, dem diese Liste geben und dann sägt er euch die ganzen Teile zu. Die Pläne sind natürlich wie immer kostenlos. Ich freue mich, wenn ihr das nachbaut, wenn ihr mir ein Bild schickt oder wenn ihr das nachbaut, ein Bild bei Instagram postet und mich da verlinkt. Ihr findet mich auf Instagram unter Johannes Börnsen. Und ja, viel mehr gibt's, glaube ich, nicht zu sagen. Den Link zu SketchUp findet ihr unten in der Videobeschreibung, den Link zu meiner Amazon-Wunschliste. Falls ihr da einen Blick reinwerfen wollt, findet ihr auch in meiner Videobeschreibung. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbasteln und sage Tschüss, bis nächstes Wochenende. Ciao!